Was man nicht alles tut. Ich dachte, die Schuhe wären extra rot. Ja, wir können das ja mal. Ich finde, das sieht ganz gut aus, barfuß. Ich gehe gerne barfuß. Ja. Aber es ist ein bisschen abgehoben. Ne? Barfuß im Kreuzgang. Oder ist das zu viel? Ein bisschen viel. Ich guck mal, wie es aussieht. Und wenn es doof ist, machen wir die Schuhe wieder an. Ja, das Kleid hat wirklich Rumpel. Aber nicht ganz den Kopf, nicht so tief. Vielleicht den Kopf ein bisschen höher. Genau. In den Himmel. Laufen. Laufen? Wir haben ja ein paar Sachen entdeckt. Und die sind jetzt bekannt. Die sind jetzt entdeckt. Die kann man nicht mehr entdecken. Die sind schon entdeckt. Und das bleibt. Der Name wird da vielleicht irgendwann mal nicht mehr mit verknüpft werden, aber das ist dann irgendwie so Allgemeingut, was zu dem biologischen Wissen beiträgt. Was würdest du denn wünschen, was von dir bleibt? Und mir? Weiß nicht viel. Das ist vergänglich. Ich glaube, das ist dann irgendwann alles weg. Ich denke dann manchmal, der Garten zum Beispiel, das kann man nicht sagen, das muss jetzt alles so erhalten werden oder so. Das wird irgendjemand kaufen und dann wird er da draußen Tennisplatz machen oder irgendwas, was weiß ich. Ne? Da bleibt, ich weiß nicht, ob da noch viel bleibt. Da bleibt vielleicht noch ein bisschen Erinnerung in der Familie, aber auch das nicht. Ja, ist gut. Moment. Ja. Toll. Mein Vater starb, als ich Abitur machte. Und es war auch so eine Zäsur in meinem Leben. Und er war wahnsinnig wichtig für mich. Ich krieg kalte Füße. Der hat eben zum Beispiel meine Interessen, der auch selbst sehr interessant gefunden. Ich musste ihm immer davon erzählen. Also ich habe ja sehr früh angefangen, mich für Biologie und sowas zu interessieren. Er hatte da keine Ahnung, aber hat immer mich gefragt und hat viel von mir auch gelernt. Und ich habe auch von ihm natürlich gelernt. Und was blieb von ihm? Naja, 5 Kinder, nicht? Die alle irgendwelche Projekte machen und alle Karrieren haben und wieder Enkelkinder. Und dann hat er auch, ich meine, in der Erinnerung der Kinder ist er natürlich immer noch sehr, sehr präsent. Nicht? Erinnerung, vielleicht hat man andere Leute beeinflusst, das kann schon sein. Und dann bleibt vielleicht bei mir so dieses, naja, was, ich bin halt so eine Art Vorbild für Frauen in der Forschung. Die Falten sieht man im Kleid. Ja, die kann man ja wegbügeln im Nachhinein. Kann man das? Ja, sicher. Ich hätte sie auch vorher wegbügeln. Nee. Es ist eigentlich von Anfang an bei meiner Karriere sozusagen das erste Ziel gewesen, bitte redet mir nicht rein. Ich möchte selbst bestimmen, was wir machen. Und es ist schon eine Mutgeschichte, dass man sagt, nein, ich möchte jetzt diese Fliegen nehmen und ich möchte nach den Genen suchen. Und es gibt niemanden auf der Welt, der diese Idee vorher hatte. Und auch die meisten haben gesagt, ihr spinnt wohl, das geht doch gar nicht. Ne? Und da muss man auch durch irgendwie. Und ich glaube, das ist das, was ich versuche, den Mitarbeitern beizubringen. Und es kann gut sein, dass da doch so eine Art Gemeinde dann ein bisschen die Erinnerung schon weiterträgt. Und bei vielen Leuten sind es die Kinder, aber bei mir sind es ja nicht die Kinder, sondern eben vielleicht die ehemaligen Mitarbeiter, die Doktoranden und Postdocs, die dann sozusagen, weil sie bei mir erfolgreich waren, dann die Möglichkeit hatten, ihre eigenen Karrieren zu machen. Und das ist schon was bleibt. Ja, guck mal da, wo du gerade hingeguckt hast.
ganz viel schnacken.